Hallo zu diesem Video. Ein Video, das mal etwas anders ist als sonst. Normalerweise stehe ich ja nicht alleine vor der Kamera und hau da irgendwas raus. Ich habe immer Gäste im Studio und jetzt habe ich mich mal entschieden, komm spontan, weil mich auch so viele gefragt haben, hey, wie läuft das Geschäft bei dir? Wie gehst du mit dieser sogenannten Krise um? Habe ich gedacht, komm, ich nehme einfach mal spontan dieses Video auf und möchte dir aufzeigen, wie ich das Wort Krise für mich definiert habe und wie ich darauf reagiert habe in meinem Unternehmen. Ja, zuerst, wenn man mal googelt, was heißt überhaupt Krise? Krise bezeichnet man im Allgemeinen einen Höhepunkt oder Wendepunkt in einer gefährlichen Konfliktentwicklung. Nehmen wir einfach mal das bessere Wort, nämlich einen Wendepunkt. Ich glaube, es kommt ganz vieles Neues auf uns zu und wir können einiges aus dieser ja, sehr speziellen Zeit für uns mitnehmen. Aber jetzt zum Wort Krise. Wie ich das bei mir im Unternehmen gelöst habe, wie ich meine Mitarbeiter auf die Krise eingestellt habe und was das Wort Krise für uns im Team bedeutet. Als erstes aus dem K habe ich gesagt, Kompetenz. Kompetenz für mich heißt, jetzt in dieser schwierigen Zeit muss einfach jeder das tun, wo er am besten kann. Wir haben jetzt nicht groß Zeit, um da schnell was Neues zu lernen oder alles umzustrukturieren, sondern jetzt fokussieren wir uns auf das, wo wir gut können und nicht auf das, was wir nicht können. Jeder soll jetzt das machen, wo er einfach der Beste ist und die Fähigkeit hat. Dann elementar wichtig, das E ist das Engagement. Jetzt müssen wir uns, wenn wir das noch nicht sind, als Team einschwören. Jeder muss jetzt alles geben, 100%. Jeder muss bereit sein, auch Kompromisse einzugehen und zu sagen, ja, wir gehen da zusammen gemeinsam durch. Wir sind eine Einheit und wir kämpfen uns durch diese Krise und jeder muss einfach alles geben, dass wir da zusammen durchkommen. Dann das S steht für schnell. Du musst jetzt schnell Entscheidungen treffen. Am besten versuchst du etwas nach vorne zu schauen. Ich kann sagen, wie ich das gemacht habe. Als ich Anfangs März gesehen habe, okay, es kann sein, dass demnächst auch bei uns in der Schweiz der Lockout kommt und alles zu sein wird, habe ich bereits gesagt, gut, ich mache alles, ich werde alles vorbereiten, damit wir auf Kurzarbeit umstellen können. Ich habe alle Formulare ausgefüllt und ein paar Tage später habe ich die eingereicht. Ich habe das nicht gebraucht, weil wir haben immer noch ganz viele Aufträge, aber trotzdem wollte ich einfach sicher sein. Ich habe dann die Bestätigung bekommen, dass wir Kurzarbeit einführen dürfen und können und ich kann jetzt jederzeit auf Kurzarbeit umstellen. Ich kann morgen sagen, hey, ab jetzt ist nicht hier im Büro, wir haben Kurzarbeit. Also ich wollte einfach sicher gehen, dass wir das ganz bestimmt haben und nicht erst dann, wenn das bekannt wird und dann irgendwie 100.000 Formulare von jedem Unternehmen eingereicht wird und ich dann da einen Monat warten muss oder was auch immer. Also schnell reagieren. Ich habe auch der Verwaltung angerufen und gesagt, hey, ich muss jetzt flexibel sein, ich muss die Möglichkeit haben, jeden Monat mein Büro zu kündigen. Auf 3 Monate zum Beispiel. Normalerweise bei uns hier in der Schweiz kann man im Frühling und im Herbst das Büro können auf 6 Monate. Und ich habe gesagt, nee, ich brauche jetzt da eine Flexibilität. Ich muss schnell an Cash kommen, wenn es sein muss. Dann gehen wir zum Punkt I. Du musst dich jetzt neu erfinden. Innovation, du musst innovativ sein. Hier zum Beispiel, wir haben das so gemacht, als wir auch Anfangs März wieder gesehen haben, hey, es könnte in die Richtung gehen, dass wir in Zukunft Events absagen müssen, haben wir gesagt, hey, wir müssen uns jetzt spezialisieren auf Livestreaming, damit man die Events trotzdem hier im Studio durchführen kann, Generalversammlungen übertragen, Webcasts, dass wir Weiterbildungen aufzeichnen können. All die Coaches sind jetzt hier bei uns im Studio und machen einen Online-Kurs. Sie werden jetzt erstmals, sie sind gezwungen, innovativ zu werden und endlich mal auf Online umzustellen. Also Innovation ist jetzt von jedem gefragt, der ein Unternehmen hat. Und dann das R für mich ist es oder steht es für Risiko. Man muss jetzt vielleicht auch mal etwas riskieren, mal risikofreudige Entscheidungen treffen. Vielleicht ja, manchmal auch harte Entscheidungen, aber das Risiko sollte man trotzdem jetzt nicht verlieren. Beispielsweise bei uns, ich habe trotzdem, als ich gesehen habe, ja, es könnte sein, dass wir bald vielleicht kein einziger Auftrag mehr haben, aber gesagt, nee, ich nehme jetzt nochmals Cash in die Hand, wir machen mehr Marketing und wir bauen unser Studio aus, dass wir noch größere Produktionen fahren können. Also ich habe da riskiert,
Heute bin ich dankbar, denn wir produzieren jetzt ganz viel in diesem Studio. Wir haben das vorher nur für uns intern genutzt und jetzt plötzlich haben wir Kunden, die hier hinkommen und natürlich immer unter allen Auflagen, die es vom BAG gibt, die wir da einhalten, trotzdem weiterarbeiten und produzieren können. Also dieses Risiko hat sich jetzt ausgezahlt. Ja, so sind wir die Krise bis jetzt angegangen. Klar, jeden Tag ändert sich etwas, es gibt neue Auflagen, neue Regelungen und man muss sich immer wieder neu erfinden in dieser Zeit. Aber ich wollte das einfach mit dir teilen, wie wir das gemacht haben. Vielleicht inspiriert das auch dich oder vielleicht hilft es dir auch, die Krise als etwas, ja, so gut wie es geht, als Positives anzusehen und da eben vielleicht auch in deinem Unternehmen den Wendepunkt zu schaffen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, das ist etwas speziell, ich weiß, noch nie habe ich sowas gemacht, dann kommentiere es einfach unten doch, gib mir ein Feedback, wie du das siehst, wie dir das gefällt oder wie du die Krise in deinem Unternehmen angegangen bist, das würde mich sehr interessieren. Jetzt wünsche ich dir das Beste der Welt, viel Durchhaltewille, dass dein ganzes Team mitmacht, ihr euch da einschwören könnt und gut durch diese Krise kommt. Bleibt im Flow.